Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, heute zu unserem Format Naturmedizin. Ich habe heute einen anthroposophischen Ganzheitsmediziner da, Johannes Enges, und ich freue mich sehr, heute über das Thema Detox auf ganz toller Ebene mit ihm sprechen zu können. Nämlich, wir reden über die Chelattherapie, eine Möglichkeit, Schwermetalle aus dem Körper rauszubekommen und aber auch die Diagnostik und wie das ganze Verfahren überhaupt abläuft. Darüber erfahren wir heute mehr von unserem Gast. Ich freue mich sehr, dass er heute da ist. Hallo Johannes. Hallo Corinna. Ja, schön, dass du da bist. Freut mich sehr, hier zu sein. Danke. Ja, ich freue mich auch sehr, dass du da bist, vor allen Dingen, weil gerade das Thema Vergiftung, Schwermetalle ja doch vielen ein Herzensthema ist, vor allen Dingen, weil du ja auch schon mal sagtest in Vorinterviews mit Alexander, dass doch eine Kettenreaktion von Krankheiten folgt aufgrund von eben diesen Vergiftungen. Mhm. Und heute wirklich gezielt mal das Thema Chelattherapie aus deiner Sicht zu hören. Ja, das würde mich sehr interessieren. Ja, wir versuchen da tatsächlich an ein Grundübel zu gehen. Diese schleichenden Belastungen, die natürlich uns alle betreffen, mehr oder weniger, aber mit denen wir alle mehr oder weniger gut fertig werden. Und das ist insofern ein sehr großes und wichtiges Thema. Und ich freue mich drauf, das ein bisschen ausführen zu können. Ja. Du als Ganzheitsmediziner, was gab es für dich denn bisher für Möglichkeiten, überhaupt Schwermetalle zu binden? Wenn man jetzt gerade so, kommen ja natürlich Patienten zu dir, die vielleicht schon seit 20 Jahren ihre Amalgamfüllungen im Körper haben. Was war für dich der Beweggrund, eben auf diese Chelattherapie zurückzugreifen? Wo unterscheidet die sich von anderen Entgiftungsmöglichkeiten? Ja gut, also in der Schulmedizin hat man Chelattherapie eigentlich bisher nur benutzt bei wirklich massiven Vergiftungen. Also so die typischen Hafenarbeiter, die im Winter das Boot mit Bleimännige gestrichen haben und dann eine Bleivergiftung bekamen oder sowas. Die dann wirklich also extrem hohe toxische Belastungen hatten, die dann schon wirklich lebensbedrohlich gefährdet waren. Bei denen hat man auch in der Schulmedizin, in der Toxikologie diese Art von Therapien verwendet. Aber tatsächlich diese schleichenden, geringen Belastungen, die aber doch einfach für chronische Krankheiten sehr relevant sein können, die wurden einfach bisher nie wirklich bewertet. Und das ist ein Problem, was eigentlich durch die Ganzheitsmedizin überhaupt erst richtig in den Fokus genommen wurde. Wie darf ich mir das vorstellen, so eine Chelattherapie? Wie läuft sowas ab? Was ist das überhaupt für den Zuschauer, der davon noch nie was gehört hat? Wie funktioniert sowas? Also Chelattherapie ist eben eine Form, die, wenn der Organismus überfordert ist, solche metallischen Gifte auszuscheiden, gibt es die Möglichkeit, Metallionen zu binden. Chelat kommt aus dem Griechischen. Die Chele ist eine Schere sozusagen. Ist sozusagen ein chemischer Begriff. Ein Metallion kann dadurch sozusagen von zwei Seiten wie mit einer Schere oder mit einer Zange gebunden werden, wenn man sich das jetzt so im Atommodell vorstellt. Und damit eben nierengängig gemacht werden. Das meiste geht über die Nieren raus, ein Teil auch über den Stuhl, aber das meiste über die Nieren. Und damit können wir solche Metalle binden. Und das hat eine große Relevanz für Vergiftungen im Allgemeinen. Und es läuft in Form von Infusionen ab oder Mittel zum Schlucken oder ja, kommt drauf an. Wir haben verschiedene Chelatbildner und je nachdem, was für eine Intoxikation wir bearbeiten oder festgestellt haben, können wir dann auch verschiedene verwenden. Und das ist insofern auch eine relativ gezielte Angelegenheit. Wir können gezielt verschiedene Vergiftungen behandeln. Jetzt zur Diagnostik. Wie finde ich das denn überhaupt raus? Kann ich Vergiftungen im Blut feststellen, im Urin, Stuhl oder sehe ich es irgendwo am Körper? Ja, es wird sehr viel, wird natürlich versucht, einfach direkte Belastungen aus dem Blut, meistens aus dem Vollblut,
festzustellen. In den Erythrozyten teilweise sind Ablagerungen zu sehen und auch im Urin, auch im Stuhl zum Teil. Aber das Problem ist, wenn ich diese Belastungen nicht binde, also wenn ich das nicht in eine gewisse konzentrierte Form bringe, dann weiß ich zu wenig davon nach und dann ist die Aussage zu gering. Das heißt, wir machen für so einen Zweck eine Mineralprovokationsanalyse und die zeigt uns dann ganz konkret, was kann nach einer aktiven Bindung, das ist dann so eine generelle Infusion, die wir am Anfang machen, die sozusagen eine große Palette von Metallen bindet, die zeigt uns dann, was liegt überhaupt vor. Was wurde da in dieser ersten generellen Therapie, das ist ja auch schon eine Therapie, die aber gleichzeitig für uns einen Untersuchungswert hat, was wurde da gefunden? Und wenn wir wissen, was wir gefunden haben, dann wissen wir, womit wir es zu tun haben, was wir dann über die nächste Zeit nach und nach ausscheiden. Was fällt dir denn auf, was in den letzten Jahren doch überhand genommen hat in diesen, nach dieser Provokation, also im Ergebnis dann? Ja, überhand genommen hat, ich sage eigentlich, heute ist es fast, also es gibt Dinge, die sind inzwischen weniger als früher und dann gibt's aber auch Belastungen, die sind mehr als früher. Ein ganz großes Dauerthema ist Quecksilber. Ganz früher hatten wir es mit Quecksilber in Thermometern zu tun, wenn die kaputt gegangen sind. Ich erinnere mich selber noch als Kind, habe ich mit den Kügelchen gespielt. Oh, nee. Ich fand das sehr faszinierend. und dann haben wir es einfach mit Schaufel und Besen zusammengerecht getan und einfach in den Abfall. Ja. Und da hat es dann noch eine Woche wahrscheinlich rausgedampft und wir haben das inhaliert. Das war so. Und später kam dann natürlich diese, oder nicht später, aber parallel dazu, diese Amalgamfüllungen. Die Amalgamfüllungen sind ein großes Problem, auch heute noch. Also es gibt praktisch keine Zahnärzte mehr, die es immer noch verbauen. Aber es gibt noch viele Zahnärzte, die es verharmlosen, die sagen, die Plombe sitzt gut, was sollen wir denn daran ändern? Da rühren wir lieber nicht dran. Und dann sagen sie auch zu Recht, wenn wir das jetzt ausbohren, da kann ich als Zahnarzt noch so sauber arbeiten mit Kofferdamm und mit guten Absaugungen und so weiter und so weiter. Es lässt sich gar nicht verhindern, dass während der Ausbohrung dann Aerosole entstehen, die über die Schleimhaut wieder aufgenommen werden und dann ist die Vergiftung erstmal so richtig da. Und da haben wir natürlich entsprechendes Vorgehen, wie wir dem auch noch entgegnen, um einfach das möglichst weitgehend auszuschließen und dann können wir mit der Sache schon umgehen. Aber es ist nicht so ganz ohne. Das sind so eine große Belastung. Also Quecksilber kommt natürlich auch, wir hatten jahrelang in Deutschland ja sogar Pflicht, die Energiesparlampen, die waren quecksilberhaltig. Man muss sich vorstellen, wenn die dann entsorgt wurden und immer noch werden, in Sammelstellen, haben wir auch in der Schweiz, wenn man dann am Eingang von Supermärkten solche Sammelstellen hat, da werden dann diese Lampen reingeworfen und gehen zum Teil kaputt. Und jeder, der vorbeigeht, kann man sich vorstellen, der geht dann wahrscheinlich durch so eine Art Wolke von Quecksilberdämpfen und das ist nicht gut. Mhm. Das ist wirklich ein Problem, aber wir haben es damit zu tun. Wir können fast gar nicht ausweichen. Was dann sonst noch an Belastungen kommt, natürlich, wir haben Trinkwasser in alten Häusern, Bleirohre zum Teil. Ja. Bleivergiftungen haben wir entsprechend sehr häufig. Wir haben aus der Luft, ja, also früher hatten wir zum Beispiel Blei ja auch noch im Benzin, ja, also Benzin ist auch noch so eine Geschichte. Wir haben Cadmium, wir haben Nickel, wir haben Barium, teilweise Aluminium. Aluminium ist eine ganz große Geschichte, ist kein Schwermetall, ist ein Leichtmetall, aber ist auch eins der wirklich Kann gefährlichen. Kann ich das aber auch durch eine Schelatttherapie? Ja, können wir auch binden. Okay, super, ja. Weil das hat ja auch sehr viel mit Demenz und solchen Geschichten. Genau. Also Aluminium ist auch gar nicht ohne. Aluminium kommt ja in dieser
rein metallischen Form in der Natur praktisch gar nicht vor. Das ist ja ein menschliches Industrieprodukt, aber sehr, sehr verbreitet. Und bis dahin, dass wir es wirklich direkt mit dem Essen zusammenbringen. Wir packen die Sachen gerne in Alufolie und wir braten sie dann sogar gerne und dann machen wir auch noch Zitrone drüber, schön Säure und dann fangen die Ionen so richtig schön an zu fließen und gehen in das gebratene gut über und wir konsumieren das und haben es dann natürlich drin. Also bist du kein Fan von Aluminiumfolie oder diese Alu-Grillschalen? Das müsste man dann vermeiden. Das ist ein großes Problem. Okay, ja. Also ja. Finger weg davon. Ja. Genau, okay. Finger weg davon, Aludosen und so sind inzwischen, hat man ja ein gewisses Bewusstsein, sind zum Teil beschichtet innen. Mit Weichmacher. Noch, genau, da haben wir dann vielleicht andere Sachen drin. Ja, es ist nicht so einfach. Das Beste, also das sage ich den Zuschauern natürlich immer, am besten kaufen sie die Dinge, so wie sie sind, lose im Bioladen, bringen ihre eigenen guten, natürlichen Gefäße mit und versuchen damit, solche Belastungen zu vermeiden. Mhm. Ja. Aber das ist natürlich ein großes Problem, weil es ist ja doch allzu praktisch. Mhm. Ja, wir können ja natürlich in diesen vorgefertigten Dingen die Sachen einfach schnell einpacken. Und das ist, kennt jeder, das Problem. Und natürlich, man muss auch sagen, wir können aus dem Alltag sowieso, auch über die Luft und über das Essen, auch selbst Bioernährung ist dann teilweise einfach der Luft ausgesetzt. Ne? Wir können nicht hundertprozentig vermeiden, mit Giften in Berührung zu kommen. Wir können aber vermeiden oder wir können auch wieder sozusagen helfen, wenn der Zug erstmal schon abgefahren ist, dass das Immunsystem überlastet ist. Das Immunsystem und auch die körpereigenen Ausschaltungssysteme. Wir selber haben Möglichkeiten über Glutation, das ist eine schwefelige Verbindung, die wir selber haben. Das ist ein Eiweißbaustein eigentlich, der aber in dem Fall nicht als Eiweißbaustein verwendet wird. Aminosäure, ja, wir haben Aminosäuren, die binden auch Metallionen, aber natürlich sanfter. Und weniger gezielt und im Normalfall sollten die mit der Alltagsbelastung fertig werden. Ja, was wir aufnehmen, das können wir auch wieder abgeben. Das sollte eigentlich das Normale sein. Aber wie ist es schon? Wir kennen das alle. Wir haben Phasen von Stress. Da ist einfach alles überfordert. Da ist unser ganzes Immunsystem überfordert. Da ist das ganze Nervensystem überfordert. Da vergessen wir nebenher noch auch zu trinken. Zum Wohl. Ja. Ja, das ist ein guter Ansatz, weil jetzt gerade wollte ich nämlich fragen, wenn wir eben diese Schwermetallvergiftungen im Körper haben, hängt es ja sicherlich auch mit unserer Konstitution zusammen. Wie gut sind wir jetzt, sage ich mal, vom Mindset her, ja, dass wir sagen, okay, auf welchem Weg kanalisiert sich denn die Vergiftung? Da gibt's ja natürlich wahrscheinlich viele Patienten, der eine kommt mit einem Hashimoto, der andere mit einer chronischen Darmentzündung, der dritte hat schon Lähmungserscheinungen und lässt sich vielleicht das ein oder andere oder vielleicht alle auf so eine Schwermetallvergiftung zurückführen und hat das Organ nochmal einen Sinn für mich zum Erkennen, wo ist denn meine persönliche Schwachstelle? Nicht nur auf organischer Ebene, sondern eben auch auf psychosozialer Ebene. Das ist eine sehr interessante Frage. Metalle haben ja sogar sehr spezifisch mit uns zu tun, mit uns als Persönlichkeit. Wir selbst sind ja von unserer Konstitution her, da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten, uns als Typen zu betrachten. Also die einen, die sagen einfach nur Yin und Yang, so in der Zweiheit, oder aber man kann die Leute in verschiedene, man kann die in drei verschiedene Typen oder in neun verschiedene im Enneagramm oder wie auch immer. In der anthroposophischen Medizin machen wir es oftmals so, dass wir nach den Planetentypen Menschen versuchen, auch Menschen oder Anteile von Menschen zu beschreiben, die dann dominant sind. Die sieben Planeten, die sind auch verschiedenen Metallen zugeordnet und die wiederum verschiedenen Untermetallen. Ja. Aber wir wissen zum Beispiel, dass der Mond, das ist eine ganz alte, traditionelle Geschichte, der Mond hat mit dem Silber zu tun. Der Mond ist ja derjenige, der sozusagen spiegelt.
das Sonnenlicht spiegelt. Der leuchtet nicht selbst, sondern der reflektiert. Und alles, was mit Reflexion zu tun hat, übrigens auch das intellektuelle Denken, die Spiegelung der Außenwelt sozusagen, hat mit dem Silber zu tun. Früher haben wir Silber in Spiegeln gehabt, also echtes Silber haben mit dem Spiegel zu tun. Und wir wissen, dass der Mond sehr viel mit dem Wasser zu tun hat und Wasser bildet ja auch diese Spiegelfläche, in der man sich auch erkennen kann, in der man auch sozusagen das Licht reflektiert. Die ganze Geschichte der Fotografie hat mit dem Silber zu tun. Die Schwarz-Weiß-Fotografie hat immer was mit dem Silber zu tun. Und es gibt eben Typen, Menschentypen, die sich gut sozusagen, die sich dort wiederfinden, die auch sehr viel mit dieser Art von Reflexion oder mit diesem Orientiertsein an dem, was aus der Umwelt auf sie zukommt, zu tun haben. Das sind so die Silbertypen. Und wie steht er dann in Verbindung zum Silber? Also ich denke jetzt gerade an Silberallergie zum Beispiel. Ja, das ist eine gute Frage. Ja. Ja, es gibt Leute, die damit sehr zu tun haben und die das sozusagen aufsaugen und vielleicht auch im Übermaß aufsaugen. Ja, und dann gibt es welche, die das komplett ablehnen. Die sagen, vielleicht aus einer Traumatisierung, aus der Jugend heraus, ne, wo die Eltern doch allzu sehr an der Umwelt orientiert waren. Was sagen die Nachbarn? Was denken denn die wieder über uns? Und was dann und so weiter. Okay. Ja, solche Dinge können natürlich damit zu tun haben. Ja, sehr spannend. Und wir haben auch wirklich ausgesprochen giftige Metalle drin, zum Beispiel das Merkurius, das Quecksilber. Ja, das wäre dem Merkur zugeordnet, ne? dem Planeten Merkur. Was würdest du jetzt bei Leuten sagen, die eine Quecksilbervergiftung haben auf Psycho-Ebene? So was spielt, könnte man sich da noch mal... Eben, das ist eine ganz interessante Sache. Der Merkur ist eigentlich einer, der verbindet. Der alte griechische Gott Merkur ist derjenige, der sozusagen aus der Ideenwelt der Götter uns das Feuer gebracht hat und so weiter. Ne? Und der sozusagen einerseits ein bisschen immer der Verräter ist und aber auf der anderen Seite der Vermittler. Mhm. Ja? Der Merkur steht eigentlich auch für das Ärztliche, ne? Im Merkurstab. Das ist die Schlange, die sich um diesen Stab windet. Ja. Ne? Das ist ja das alte Symbol der Apotheken und Ärzte. Und der hat viel mit Vermittlung zu tun, aber auch natürlich, der verbindet sich mit allem Möglichen. Ja, das ist sozusagen der Hansdampf in allen Gassen. Der kriegt alles mit. Der ist auch derjenige, das ist der Gott übrigens, der Ärzte, der Händler und auch der Diebe, ja, die sozusagen alles auch eventuell miteinander in einer unguten Weise zusammenbringen können oder auch in einer vermittelnden und damit lösenden Weise. Das ist immer die Art, wie man damit umgeht. Und wenn jetzt jemand eben eine Quecksilbervergiftung hat und das besonders anzieht, jetzt mal abgesehen davon, dass er das vielleicht eben irgendwie sozusagen als Vergiftung mitbekommen hat, kann man natürlich fragen, okay, warum lässt er eigentlich so eine Übergriffigkeit zu? Na, warum ist der so? Der lässt sich sozusagen auf Fremdes zu sehr ein oder der ist vielleicht zu sehr verbunden mit allen Möglichen und verliert dabei seinen eigenen Kern. Oder er schafft es nicht, zu vermitteln. Vielleicht fehlt ihm sozusagen die Möglichkeit, sein eigenes in die Welt hinaus zu vermitteln oder aber auch anderes zu verstehen, genügend zu verstehen. Ja, sich sozusagen mit anderem so zu verbinden, mit einem ausreichenden Interesse zu verbinden, dass er nicht irgendwie isoliert in der Welt steht. Also wir wissen zum Beispiel, dass Autisten häufig solche Vergiftungen haben, also da gibt es auch sogar Untersuchungen, die haben ja oftmals eben
dieses tatsächlich auch Problem, dass sie zu sehr in ihrer Eigenwelt leben und alles andere zwar extrem genau aufnehmen, aber diesen Übergang in die eigene Welt nicht schaffen. Okay, sehr interessant. Ja, dann habe ich dann auch eine Veränderung meiner Persönlichkeit, wenn ich die Vergiftung aus meinem Körper raus habe? Also macht das dann auch was mit mir, mit meinem Umgang? Ja, das ist eine ganz interessante Sache. Also in der anthroposophischen Medizin haben wir ja viele, viele Medikamente und Heilmittel, die basieren auf Metallen. Teilweise auch auf potenzierten, also verdünnten, giftigen Metallen. Und was wir damit eigentlich wollen, ist die Ich-Ebene ansprechen. Die Ich-Ebene ist sozusagen die oberste Ebene. Körperlich arbeitet die im Sinne der Selbstregulation. Das ist das, was wir klassisch in den Naturheilverfahren als Selbstregulation verstehen. Das ist der Bereich, wo wir sagen, wir bringen alle Einflüsse, die auf uns zukommen, kompensieren wir so, dass wir es immer wieder ins Lot bringen. Also wir bleiben in einer Orthostase. Wir bleiben in unserer Mitte. Mhm. Und wir können, wenn wir gut in unserer Mitte sind und wenn wir auch sozusagen adäquat in der Mitte stehen, können wir Einflüsse, teilweise auch starke Einflüsse von außen, immer wieder so kompensieren, wie in östlichen Mythologie werden oft so Bilder gebracht, wie das Schilf im Wind. Ne? Das wird teilweise wirklich bis zum Boden niedergedrückt und stellt sich aber immer wieder gleich wieder auf. Mhm. Ja, und bricht auch nicht deswegen, sondern ist einfach wieder dann gut da. Also nicht zu stark und aber auch nicht zu empfindlich und trotzdem eigentlich sich gut anpassend an die Anfordernisse des Alltags. Und das gibt es natürlich körperlich und das gibt es aber natürlich auch auf anderen Ebenen. Also körperlich ist ja sozusagen erstmal das Physische, dass wir zum Beispiel gut gebaut sind, dass wir eine gute Stabilität in den Knochen haben und dass wir eine gute Weichheit in den Weichteilen haben, was uns ja häufig verloren geht. Ja, im Alter werden wir dann häufig osteoporotisch und auf der anderen Seite verkalken unsere Arterien, ja, unsere Weichteile. Die werden dann zu Knochen. Also wir müssen einerseits eine gute Polarität aufbauen und halten und auf der anderen Seite die auch wieder gut vermitteln. Ja, dann kommt es auch zu diesen Verhärtungen, gell? Diese Myome und so. Ist ja genau, auch wieder so ein Gegen. Alles, was da dann in der Mitte sozusagen stattfinden kann, hat natürlich mit dieser Thematik zu tun, im weitesten Sinn. Und dann natürlich auch das Physiologische. Ja, also wir sitze ich, wenn ich aufrecht sitze, so, dass ich alles verspanne, oder gebrauche ich einfach genau die Muskeln, die ich dafür brauche? Nicht mehr und nicht weniger. Solche Fragen. Ne? Und das Ganze erklärt sich ja schon fast von selber, hat mit unserem seelischen Zustand zu tun. Sind wir mehr in dem immer wollen? Oder sind wir ständig in dem immer nur aufnehmen? Oder sind wir in der Mitte und sagen, ja, ich nehme etwas auf, ich halte inne und dann weiß ich, was ich will. Ja, das weibliche und männliche Prinzip, oder? So dieses weiblich-männlich, ja, Yin und Yang, ja. Schwarz und Weiß, also Rot und Grün. Ja, also ja, genau. Es geht letztlich, Leben ist immer ein Spiel. Mhm. Ja? Der Mensch ist nur da Mensch, wo er spielt, sagt Schiller. Und das ist ein ganz riesengroßes Thema. Mhm. Ja. Und eben, wo spiele ich, wenn ich dann auf dieser menschlichen Ebene, das ist diese sozusagen Ebene, die noch weiter drüber steht, diese Ich-Ebene, auf der einen Seite körperlich die Selbstregulation halte und wahre, und wo ich dann im Körper freien, das ist sozusagen das, was wir die geistige Ebene nennen, geistig im Sinne von nicht körperlich. Nicht körperlich und doch wirksam. Was ist diese Ebene? Das ist erstmal eben die Möglichkeit, als Mensch mich selbst zu reflektieren. Das kann ich nur als Mensch. Das kann ich nicht als Mineral, das kann ich nicht als Pflanze, das kann ich auch nicht als Tier. Ich kann als Tier sogar, oder ein Tier kann sogar denken.
Ein Tier kann gewisse, also höher entwickelte Tiere, Affen zum Beispiel, können sich sogar gewisse Werkzeuge machen, um gewisse Dinge zu erreichen oder zu holen oder vom Baum zu pflücken oder wie auch immer. Die können sogar auch lernen. Es gab, glaube ich, mal Versuche, dass Affen sogar Auto fahren können und sowas. Das ist alles noch nicht menschenhochspezifisch. Mhm. Aber was menschenspezifisch ist, ist, ich kann auf mich selbst zurückblicken. Ich kann einen Tagesrückblick machen und sagen, was war denn heute? Und was waren denn da die interessanten Momente? Und wie habe ich mich da verhalten? Und ich kann sogar daraus lernen. Und ich kann daraus lernen, und indem ich daraus lerne, ist es, das ist dann das eigentlich Interessante, komme ich in einen kreativen Bereich, in einen schöpferischen Bereich. Ich sage, okay, das und das und das ist so gelaufen, ich will aber eigentlich, ja, was will ich denn? Ja, und ich will vielleicht eigentlich was anderes. Ich merke, meine Instinkte, meine Triebe, die laufen immer in die Richtung, aber eigentlich will ich was anderes. Und dann komme ich dahin, ja, wie nehme ich das denn in die Hand, dass ich was anderes erreichen kann? Und dann entwickle ich Möglichkeiten. Und dann komme ich ins Schöpferische, ja, auch natürlich Künstlerische und so weiter. Mhm. Kunst ist etwas, was auch Tiere so nicht machen. Die Tiere machen etwas, was für uns wie Kunst aussieht, aber es ist natürlich nicht der Gedanke, in Freiheit, Freiheit ist die Voraussetzung für diese Ebene, in Freiheit etwas zu kreieren. Und jetzt kommen wir auf diese Ebene zurück. Diese Ebene versuchen wir in der anthroposophischen Therapie mit Metallen oder mit Mineralien, mit dem Mineralischen zu erreichen. Aus der Idee heraus, im Mineral haben sich eigentlich die größten Geistigkeiten hineingeopfert, als Prinzip. Ja? Die sind da gebunden. Und wenn wir sie homöopathisch freisetzen, zerreiben, verschütteln, verdünnen, wieder neu und so weiter und so weiter, sozusagen immer mehr aus dieser Materie heraus zu befreien, Schritt für Schritt für Schritt für Schritt, und sozusagen veredeln und so freizusetzen, dass sie wirken können als Medikation, dann erreichen wir diese Ebene. Anders könnten wir diese Ebene so gar nicht erreichen. Also eine ganz wertvolle Sache eigentlich, die vielleicht sogar, also so bewusst jedenfalls in der anthroposophischen Medizin besonders so verfolgt wird. Wow. Aber umgekehrt, was ist los, wenn wir mit Metallen zugesetzt sind? Also physisch zugesetzt, Ablagerungen haben in unserem Organismus mit Metallen. Können wir vorstellen, dass dann genau diese Ebene besonders gebunden ist. Mhm. Ja. Und das ist eigentlich so eine Idee, die ich da im Hintergrund habe, dass ich sozusagen diese Freiheit wiederherstelle. Damit ist natürlich erstmal eine Voraussetzung geschaffen. Ergreifen muss es dann noch der Mensch selbst. Mhm. Insofern, ich sage immer, diese Gelat-Therapie ist ja nur fraglich, ist sie eigentlich eine Therapie oder ist sie eine Voraussetzung für wirklich Therapie? Mhm. Super. Ja, was dann losgeht. Okay, also ich würde gern echt noch, also unsere Zeit ist schon wieder abgelaufen, aber so ein echt so ein Thema, nochmal Persönlichkeitsentwicklung und nochmal diese Metalle. Also ich glaube, das ist schon nochmal ein spannendes Thema für ein weiteres Interview. Und wenn man sich jetzt wirklich zu dieser ganzheitlichen Betrachtungsweise weiter informieren möchte, wo gibt es denn da gute Quellen oder Möglichkeiten? Zum Beispiel auf meiner Homepage. Unter meine Homepage www.dr-med-engesser.com. Super. Können Sie weitere Informationen haben. Da habe ich so ein bisschen das beschrieben, die Hintergründe, aber auch die Abläufe und wie wir an sowas drangehen. Super. Das ist eine Möglichkeit. Vielen Dank, lieber Johannes, dass du heute da warst. War sehr interessant. Gerne, Corinna. Und ich freue mich auf weitere Besuche von dir. Ja. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, ich hoffe, Sie waren genauso gefesselt wie ich von diesen vielen verschiedenen Verbindungen, gerade beim Thema
Entgiftung, was man da nicht alles berücksichtigen kann. Falls Sie weitere Informationen zu unserem Gast suchen, dann gehen Sie einfach auf unsere Webseite www.qs24.tv. Da finden Sie alles in der Suchleiste. Einfach Johannes Engesser eingeben und da haben Sie dann die Kontaktdaten. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis bald. Tschüss.